Moin Moin, da bin ich wieder. Gab jetzt ja ein paar Tage kein Video, also quasi den Samstag nicht und den Montag nicht, weil Samstag dachte ich mir, komm, machst du Montag, und Montag dachte ich mir, hab ich vergessen, scheiße. Ja, verdammt. Egal, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder hier und fange gleich mit dem Gewicht an. Das sind 108, ja, die 8 ist geknackt. 108,7. Das heißt minus 500 Gramm. Ja, in 4 Tagen, oder? Ja, doch, in 4 Tagen. Finde ich okay, aber Hauptsache die 108 ist geknackt, endlich. Verdammt, jetzt habe ich habe mich eigentlich gar nicht darauf vorbereitet auf das Video, weil ich quasi gerade von der Arbeit gekommen bin und jetzt im Arsch bin und gleich auch noch ja, was für Studium tun muss. Was sage ich denn? Ich werde jetzt, wie schon angedroht, letzte Woche werde ich die Videos etwas runterfahren, weil momentan mit Studium und Arbeit und Umzug ist das gerade ein bisschen stressig alles. Also regulär weitergehen wird es dann wohl erst, wenn ich komplett umgezogen bin. Also eventuell auf täglicher Basis, mal gucken. Und ja, ich bin mir noch nicht sicher, wie oft ich jetzt pro Woche Videos mache. Also täglich definitiv nicht. Alle 2 Tage weiß ich noch nicht. Vielleicht, was haben wir heute, Dienstag? Vielleicht dienstags und freitags. Irgendwie so, keine Ahnung. Dann, ja, Freitag kann man sich das dann angucken und hat dann Wochenende und dann kann man sich auf die nächste Woche freuen, weil dann Dienstag noch ein Video kommt. Wenn man sich darauf freuen kann, auf ein Video von mir, keine Ahnung. ja. Ja, ich denke, das ist ganz gut so mit dienstags und freitags. Halten wir das jetzt mal so fest. Und ich habe jetzt gar nicht. Moment, ich gucke mal ganz schnell. Ich muss mal ganz schnell den Thread aufrufen, damit ich vielleicht dann noch auf ein, zwei Sachen eingehen kann, damit das Video ein Stückchen länger wird. Damit, ne, weiß ja schon. Abos, so. Seite 1000. Der ist schon relativ lang, der Thread, muss ich sagen. Finde ich gut. So, erstmal Moin Now, wie geht's? Lang nicht gesehen. So, fange ich erstmal an hier. Da, ganz schnell überfliegen. Ich habe das schon durchgelesen komplett, aber ich muss jetzt nochmal ganz schnell das alles ins Gedächtnis rufen. Ich bin auch zu faul, jetzt ein hier Videoschnittprogramm zu installieren und das dann zu schneiden. Deswegen müsst ihr mir jetzt mal kurz beim Lesen zugucken. Ist zwar nicht wirklich spannend, aber naja. So, wie viel Kilo, wie viel Kohlenhydrate pro Tag? Weiß ich gar nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht im Kopf, was in so einer Dose Kidneybohnen an Kohlenhydraten drin sind. Irgendwie 50 Gramm, keine Ahnung. Also ich versuche dann, rechnen wir jetzt mal auf eine große Mahlzeit. Und da versuche ich dann, eine von diesen kleinen Dosen Kidneybohnen versuche ich, das als einzige Kohlenhydratquelle da mit reinzunehmen. So, das ist ungefähr die Menge an Kohlenhydrate, die ich ja für mich, sage ich mal, vertretbar finde. Obwohl ich mich jetzt, also ich habe mich eigentlich schon relativ viel mit Low Carb und so beschäftigt, aber jetzt nicht zu den genauen Abmessungen und so ein Kram. Ganz so genau nehme ich das dann doch nicht. Sollte ich vielleicht mal. Naja, Vollkornkram. Mag ich nicht. Ich mag kein Vollkorn. Ich mag weder Vollkornnudeln noch Vollkornreis. Dummerweise. Aber ich habe es auch lange nicht probiert. Das hat meine Mutter früher mal gemacht. Ich könnte es vielleicht dann nochmal probieren. Man sagt ja, alle 7 Jahre ändert sich der Geschmack. Ja, ich soll es mal probieren wieder. Gut, was haben wir noch? Da. Pizza selber machen. Oh, böse Idee. Wenn ich Pizza selber mache, dann ist die höher, als sie breit ist. Und ich packe da immer viel zu viel drauf. Und wenn ich dann einkaufen gehe und denke mir, ich will mir eine Pizza selber machen, dann, das ist sowieso Tod und Verderben dann, weil ich dann so viel Scheiß kaufe, weil ich habe dann irgendwie Lust auf Schinken da drauf, dann habe ich Lust auf Salami da drauf und dann kaufst halt jedes Mal.
ein ganzes Paket davon. Und wenn ich dann davor stehe, dann denke ich, man darf keinen Teig mehr sehen, wenn da irgendwie Belag drauf kommt. Das darf nicht sein. Und wenn da der Käse drauf kommt, dann denke ich mir, man darf keinen Belag mehr sehen unterm Käse. Ja, deswegen mache ich keine Pizza selber. Das ist immer, ja, ich glaube, von der Kalorienzahl könnte ich davon eine Woche essen, aber dummerweise esse ich das dann an einem Abend. So, oder mal noch Linseneintopf. Ja, Linsen sind cool. Aber meistens esse ich halt so einen fertigen Linseneintopf und ich denke mal, da habe ich jetzt auch, also ich habe jetzt nicht auf die, wie heißt sie, Nährwerttabelle geachtet bei so einem Linseneintopf. Sollte ich vielleicht mal machen. Eigentlich hatte ich mir das angewöhnt, auf alles drauf zu gucken und bei jedem halt zu gucken, wie viel Kilokalorien pro 100 Gramm und bliblablups und so. Aber in letzter Zeit kaufe ich immer das Gleiche. Also ich kaufe immer mein Hühnchenbrustfilet, tiefgefroren, 500 Gramm Paket. Dann kaufe ich hier gemischtes Gemüse, meistens ohne irgendwelche Zusätze, also einfach nur die gefrorenen Erbsen, gefrorenen Karotten, gefrorene Paprika, gefrorene Zwiebeln, alles gefroren. Ja, weil ich habe dann, meistens habe ich irgendwie, für sich alleine kochen schockt irgendwie nicht. Das macht keinen Spaß. In so einer abgewursteten Kackküche, wie ich sie habe hier momentan, macht das sowieso keinen Spaß. Und deswegen mache ich es einfach immer so. Ich stelle mir einen Topf auf die Waage, messe dann ab 100 Gramm Paprika rein, 100 Gramm gewürfelte Zwiebeln, 100 Gramm Erbsen oder so. Und dann mache ich das warm. So, fertig. Und dann auch das Fleisch dazu natürlich. Oder mal noch da. Mein Chili. Ne? Ja, wenn ich in mein Chili jetzt noch Kartoffeln reingehauen hätte, dann hätte ich wieder. War das gerade richtig? Kartoffeln reingehauen hätte. Doch, klingt gut. Dann hätte ich jetzt wieder eine doppelte Kohlenhydratquelle gehabt, quasi neben den Böhnchen. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, ich rede mir das auch gerade momentan so ein bisschen ein, so dass Kohlenhydrate das Böse in Person sind und überhaupt. Vielleicht, ja, vielleicht sollte ich davon ein bisschen abgehen. Abgehen. Da gehe ich total drauf ab. Da gehe ich von ab. So. Ja, Vollkornreis, das Thema Vollkorn hatten wir gerade. In Beuteln mache ich sowieso keinen Reis, weil man meistens Reis, wenn man den in Beuteln kriegt von Onkel Benz oder so, das ist immer dieser Kackreis, also dieser, naja, Kackreis, dieser europäische Reis. Der zwischen den Stäbchen durchrieselt. Also ich esse Reis grundsätzlich mit Stäbchen, weil meine Ex-Freundin war Asiatin und da hat man halt diesen Klebereis. Da kannst du halt Stäbchen reinstecken und das fällt nicht um oder da hast du halt mal so eine Kugel Reis und die fällt nicht auseinander. Und das ist einfach, das ist für mich richtiger Reis. Und dieser komische Rieselreis, den Dr. Oetker mal so was heißt, was sagen wir hier, anpreist? Anpreist? Ja, angepriesen sein. Ja, in der Werbung, wo sie immer sagen, der Reis, der nicht klebt und total super, locker, luftig, fluffiger Reis. Ne? Ist nix. Nee, mag ich nicht. Und dann auch noch Vollkornreis mit diesem schwarzen Gezeug da dran. Noch schlimmer. Nö. So. Ach so, mit den Light-Getränken, Zero und so. Ich war vor einer Weile bei einer Ernährungsberatung und da wurde mir das explizit gesagt, dass durch die Süßungsmittel, was ist das Fachbegriff dafür? Süßstoffe, genau. Dass dadurch die Bauchspeicheldrüse quasi verarscht wird und dann trotzdem eine Insulinausschüttung vornimmt und dass das dann aber irgendwie, weil halt kein wirklicher Zucker im Blut ist, dass das dann nicht abgebaut wird und dass das deswegen so schlimm ist. Wenn du jetzt sagst, at scale, dass das alles Märchen ist und so. Mag sein, dass das schon wieder widerlegt ist alles und dass ich da halt eine veraltete Info bekommen habe. Keine Ahnung. Ja, ich glaube dir, glaube ich, eher mal, weil irgendwie wird das ja auch keinen Sinn machen für Diabetiker. Da hast du schon recht.
Rama-Creme. Okay, ich schmeiße es weg. Nein, ich verbrauche es noch, aber ich kaufe es nicht wieder. Versprochen. Transfettsäuren, das hört sich ja auch gefährlich an. Ja. Butter, 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 Butter. Ich habe mir letztens mal ein paar Mal Butter gekauft zum Anbraten. Ich muss mal gucken, ob das Video noch läuft überhaupt. Ich quark hier so vor mich hin. Ah ja. Ja, Butter zum Anbraten. Und das Blöde war, ich habe dann dreimal was angebraten. Bin dooferweise wahrscheinlich mit dem Bratmesser dann da in die Butter gegangen. Und ja, beim vierten Mal anbraten wollen, hatte ich dann halt einen schönen Pelz auf meinem Klotz Butter. Das war natürlich nicht so schön. Und deswegen bin ich jetzt erstmal davon abgegangen, mit Butter zu kochen, weil mir die immer umgeht. Vielleicht sollte man einfach ein sauberes Messer nehmen, wenn man da was rausnimmt. Ja, ich weiß. Ach ja. So, was haben wir hier noch? Ach so, 40 Gramm Alma-Proportion. Wie komme ich da drauf? Ist billiger. Ganz einfach, einfach. Einfach, einfach. Das ist wahrscheinlich ein bisschen kontraproduktiv für mich, aber ich muss sagen, ich komme mit der Menge gut aus. Gut klar. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Hunger dann. Selbst wenn ich Turbo mache, komme ich mit 3x 40 Gramm komme ich gut aus. Ich bin halt nur, was bin ich, ein 1,73 klein und 1,50 breit gefühlt. Aber ja, ich glaube, ich müsste mindestens 50 Gramm pro Tag haben, pro Portion, mal 3. Aber ja, dann hält so eine Dose bei Turbo irgendwie gerade mal 3,5 Tage bei mir und kann ich mir gerade nicht leisten, leider. Ja, aber jetzt momentan, mal gucken, vielleicht werde ich mal die Menge erhöhen, weil ich ja sowieso jetzt nur noch morgens und abends Eimer nehme. Und ja, mittags Futter. Joa, mal kieken. Mal kieken. So, Shaker. Ich habe den Tupper-Shaker, den Shaker von Tupperware? Oder Tupperware? Geht, glaube ich, beides, egal. Da war damals auch so ein Einsatz drin, dass man Schlagsahne machen kann. Den hätte ich vielleicht nicht wegschmeißen sollen, weil ich damals, als ich das Ding gekauft hatte, da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Brauchen wir ja nicht. Wegschmeißen. Vielleicht würde das mit diesem komischen Einsatz jetzt nicht so klumpen bei mir. Egal, ich mache es jetzt halt mit einem Handrührgerät mittlerweile. Und das geht total super. Ich weiß nicht, hatte ich das schon erzählt? Keine Ahnung. Antworte mal. Ich glaube, ich hatte es erzählt. Ich weiß es nicht. Ich erzähle es einfach nochmal, weil das Video, das wird ja eh lang jetzt. Mit einem Handrührgerät mixe ich mir jetzt meinen Kram zusammen und da ist das überhaupt nicht mehr so fluffig. Nein, ich hatte es noch nicht erzählt. Jetzt, wo ich es sage, fällt es mir wieder ein. Also das Problem vorher war ja, weil ich das durch ein Sieb gegossen habe, weil. Nee, dass ich das durch ein Sieb gegossen habe, weil das halt immer so krümelig war da drin, weil ich das halt nur geshakt habe. Jetzt, oder was mich auch noch genervt hat, war, dass das halt durch den Shaker wie ein Shake geworden ist. Das heißt, da war so viel Luft mit drin. Also, die Hälfte von dem ganzen Drink, das war nur Schaum irgendwie. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, seit einer Woche ungefähr, ja, seit einer Woche, dass ich das mit so einem Handmixer, Handrührgerät, wie auch immer der Apparillo da genannt wird, dass ich das damit für 10 Sekunden oder so durchmix auf kleiner Stufe. Erstens bleiben da kaum Krümel übrig, super, und zweitens kein Schaum, noch besser. Das heißt, ich muss eigentlich vielleicht 1% oder so bleibt noch im Becher hängen dann. Aber ansonsten schmeckt es wesentlich besser, wenn es nicht so schaumig ist, weil irgendwie trinkt man da mehr Luft als Gesöff. Und ich kriege es wesentlich besser runter. Also ist zwar, ja, so viel aufwendiger ist es eigentlich nicht als der Shaker. Das Gleiche, einfach nur die Dinger da eben schnell abspülen, weil geht halt fix. Und ja, das Ergebnis ist wesentlich angenehmer zu trinken. Was haben wir denn noch hier? Alma, Amazon. Ja, ich weiß, mit Online-Apotheken hatte ich früher auch immer gemacht.
Aber die wollen immer so sau viel Versand kosten. Und ich kaufe mir nicht immer so viel Alma auf einmal. Also ich kaufe da vielleicht mal 3 oder 4 Dosen und die haben dann einen Mindestbestellwert von 8.000 Euro. Und erst dann ist versandkostenfrei und das ist mir auch wieder zu teuer, weil die Differenz, also das, was dann durch die Versandkosten auch draufkommt, da kann ich es dann auch gleich bei Amazon bestellen. Und da ist halt immer versandkostenfrei, weil entweder stelle ich ein Buch mit oder weiß ich. Oder ab 2 Dosen komme ich ja schon über die 20 Euro und dann ist auch gut. Und man kann ja wie heißt das nochmal, dieses komische Abo machen bei Amazon. Da kriegt man das zu einem bestimmten, in einer bestimmten Frequenz kriegst du das dann immer automatisch zugeschickt. Und ich glaube, das werde ich demnächst mal machen. Ich glaube, ich habe noch 2 Döschen Eimer jetzt. Ja, mal sehen. Nächstes Mal werde ich vielleicht dieses Spar-Abo heißt das, glaube ich. Amazon Spar-Abo. Naja, jedenfalls irgendwie 16 Euro rum hatte ich jetzt bezahlt, das letzte Mal pro Dose. Und es gab das mal für 13 Euro damals. Das weiß ich noch. Aber naja, nützt ja nichts, ne? So. Ja, ich hatte viel zu lesen. Vielen Dank. Tägliche Videos, wie gesagt, nö, erstmal nicht. Oh, ja, mit dem Sündigen weiß ich auch nicht. Da könnte ich mich jedes Mal wieder selber peitschen. Aber, naja, das kennt, glaube ich, jeder von uns. So. Ja. Zu Nao natürlich auch. Moin, wieder zurück. Und, ja. 1 bis 2 Videos die Woche habe ich ja gerade gesagt. Ja, das war's, glaube ich, für heute. War ja auch das längste Video ever. Oh, 17 Minuten. Krass. Wie die Zeit verfliegt. Ja, ich hau mich jetzt wieder ans Lernen und wir sehen uns dann voraussichtlich Freitag. Ja, Freitag wieder. Und bis dahin macht's gut und drückt mir den Daumen, dass ich unter 90 bin bis dahin. Ich bin ja mal Optimist heute. Nee, nicht wirklich. Gut, dann bis Freitag und macht's gut und schöne Woche bis dahin. Tschüss.